Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Ich bastel heute aus Formclay einen Donut und der wird genau so groß, dass man da in die Mitte einen EOS Lippenpflegestift reinstellen kann, also eine kleine Aufbewahrung für den EOS und gleichzeitig eine süße Dekoration fürs Zimmer. Dafür habe ich gelb, weiß, pink und grün und blau und als erstes brauche ich gelb. Ich habe mir überlegt, der Donut, der soll nicht ganz so langweilig einfarbig aussehen, also schon alleine hier unten der Donut. Deswegen wollte ich ein bisschen gelb mischen, verschiedene Gelbtöne. Und da werde ich auch noch ein bisschen weiß dazu mischen. Und das knete ich einmal richtig gut durch. Und wenn das richtig gut durchgeknetet ist, sieht man jetzt gelb, ein bisschen dunkelgelb und ein bisschen weiß. Und ich finde, das sieht viel leckerer aus, als wenn der einfach nur neongelb ist. Daraus forme ich jetzt eine Schlange. So, und jetzt brauche ich einmal den Lippenpflegestift und da lege ich den Donut jetzt so rum. Und das soll ja an allen Seiten gleich dick sein. So, diesen Übergang versuche ich hier gerade noch so zu verkneten. Jetzt lege ich nochmal den Lippenpflegestift in die Mitte und quetsche das alles so ein bisschen darum. Und das sieht schon recht gleichmäßig aus, finde ich. So. Das ist erstmal nur der Kuchen und jetzt kommt noch die Glasur und die soll bei mir pink werden. Da habe ich hier so ein bisschen so ein paar Reste. Ich glaube, das reicht schon. Und das lege ich hier oben so dünn drauf. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsdonut ist. Mit Schokolade oder mit Zuckerguss oder vielleicht mit weißer Schokolade, mit hellbrauner Schokolade oder mit dunkler Schokolade. Einfach mal unten in die Kommentare schreiben. So schön ein bisschen belegen mit dem pinken Zuckerguss. Der sieht auf jeden Fall schon mal super lecker aus, finde ich. Und nochmal testen. Ja, da kann man immer noch den gut in die Mitte legen. Und jetzt fehlen natürlich noch ein paar leckere kleine Streuselchen. Dafür nehme ich mir kleine grüne Kügelchen und die setze ich hier überall drauf. Und dann habe ich gleich noch blaue Kügelchen und die werde ich dann auch noch da drauf verteilen. Wenn das nicht lecker aussieht oder vielleicht lieber so oder so. Oder vielleicht mit dem grünen EOS.
Ich finde, das sieht alles richtig schön aus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch der Donut gefällt, ob ihr euch den auch basteln würdet als Dekoration oder als Aufbewahrung. Gerne einfach unten in die Kommentare schreiben. Und ich habe ja eben schon gesagt, welchen Donut esst ihr am liebsten? Mit Zuckerguss, mit Schokolade, was gibt's sonst noch alles? Gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Gefüllt mit Marmelade oder gefüllt mit Schokolade. Alles in die Kommentare. Ich bin gespannt, was euer Lieblingsdonut ist und vielleicht möchtet ihr diesen Donut auch nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, schaut auf jeden Fall auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!